Wir lieben es, rumzutoben. Was ist extremer, als von einer hohen Klippe zu springen? Tja, Pech gehabt. Der halbe Sommer ist für die drei Freunde gelaufen. Aber wir sind bereit für diese Herausforderung. Gebt einfach nicht auf und nutzt unsere Lifehacks. Wir wissen, wie auch ihr mit einem Gips Spaß haben könnt. Woohoo hat lustige Ideen, die euch im Alltag helfen werden. Es ist wichtig, im Sommer ausreichend Flüssigkeit zu sich zu nehmen. Wenn man eine Halskrause trägt, muss man härter dran arbeiten, an das Getränk ranzukommen. Und niemand ist da, um mir zu helfen. Hier ist ein Rohrsystem aus Strohhalm. Das wird bestimmt funktionieren, solange niemand darauf tritt. Oh Mann, wir können nicht alle coolen Fahrgeschäfte benutzen, da wir ja eingeschränkt sind. Mit einem Knochenbruch kann man sicher keine Achterbahn fahren. Naja, was soll's. Ein Karussell macht auch Spaß. Jetzt haben wir Pferde, Tiger, Bären und sogar eine königliche Kutsche zur Verfügung. Ach nein, mein Smartphone! Wie soll ich es jetzt aufheben? Kein Problem, ich habe schließlich Gips-Yoga gelernt. Falls ihr das Ziel nicht erreichen könnt, legt euch einfach vorsichtig hin. Der Steinboden ist so bequem. Jetzt muss ich meine Freunde anrufen, damit sie mich abholen. Mein Gips eignet sich hervorragend zur Selbstverteidigung. Diebe, aufgepasst! Hey, stehen geblieben! Gib mir die Tasche zurück, bevor ich dir den Hals breche. Los, setz deine Brille auf und stell die Rückspiegel ein. Was er wohl vorhat? Nur noch anschnallen. Und los geht's. Jetzt warte ich auf das grüne Licht. Und los! Obwohl mein Nacken verletzt ist, habe ich alles im Griff. Ein Gips ist keine Entschuldigung, sich nicht stilvoll anzuziehen. Dieses Kleid braucht keinen Gürtel. Mein Gips erledigt das schon. Ihr könnt auch einen Schal um euren Gips binden. Und eine Gürteltasche ist nicht nur für die Hüfte gedacht. Ein Gürtel sieht stilvoller aus als ein medizinischer Verband. Das ist die Gips Fashion Sommerkollektion. Hier ist ein trendiger neuer Tanz. Roboter mit Halskrause. Ich bin so cool. Ich möchte mein weiches Kissen lieber zu Hause lassen. Worauf kann ich mich stattdessen ausruhen? Stofftiere mit einem Klettverschluss sind meine treuen Freunde.
Hey, ich bin's. Ich habe einen flauschigen Tiergipsband. Hallo. Hey, lass meinen Gips in Ruhe. Toll, jetzt trage ich auch einen Gips. Ich brauche etwas Gesundes und muss mir selbst helfen. Ich mache einfach einen leckeren Smoothie. Ihr braucht einen Mixer und schält hartgekochte Eier. Und bittet einen Freund, der zwei gesunde Hände hat, die Schale mit einem Nudelholz zu zerdrücken. Mischt dann Obst und Milch und fügt die zerkleinerte Eierschale hinzu, da sie nützliche Vitamine für die Knochen enthält. Und macht einen Smoothie. Genießt euren gesunden Smoothie und stärkt die Knochen. Möge die Macht mit uns sein. Ein Gipsverband am Bein kann zu einem nützlichen Accessoire werden. Wenn eure Hände mit den Krücken beschäftigt sind, könnt ihr alles Nützliche in eure Gipstasche stecken. Ein Marker, um etwas aufzuschreiben und um ein Herz zu zeichnen. Und ein leckerer Snack. Hey, das sind meine Süßigkeiten! Das Schlimmste, was mir passieren kann, ist, dass es unter dem Gips juckt. Hier ist eine praktische Idee. Ihr könnt ein langes Lineal verwenden, um eure juckende Haut unter dem Gips zu kratzen. Puh, so ist das viel besser. Die erste Regel lautet, macht euren Gips nicht nass. Was schwimmt denn da drüben? Das Monster von Loch Ness oder ein U-Boot? Ach so, es ist nur ein Gips. Echte Männer können auch an Land Spaß haben. Wenn ihr nicht schwimmen könnt, könnt ihr zumindest eine Sandburg bauen. Der Gips ist endlich ab. Wir können wieder machen, was wir wollen. Wir sind frei. Na super. Wie fandet ihr unsere Ideen? Schreibt uns, ob ihr auch schon mal einen Gips tragen musstet. Vergesst nicht, Woohoo zu abonnieren und drückt auch auf die Glocke, damit ihr keine Videos mehr verpasst. Wir freuen uns!